Ja, und damit, hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ich muss jetzt mal gucken, ob er hier alles noch so hat, wie es sein soll, denn er hat es auf jeden Fall gespeichert, das ist gut. Denn beim letzten Mal gab es da ein paar große Probleme mit der Aufnahme. Ja. Hier und unter Windows 8 wurde mir Minecraft als inaktiv angezeigt und ja, auch Action wurde als inaktiv angezeigt. Das war nicht so geil, denn beide, ist auch schon wieder Nacht oder was? Ja, denn beide, genau, wir probieren das jetzt mal aus. Jawohl, es hat geklappt. Da hat er sich nämlich beim letzten Mal doll aufgehangen, da hat er das Spiel, ja, Java war inaktiv. Laut Windows 8 habe ich noch nie gesehen, die Meldung, dass inaktiv ist, aber war inaktiv. Ich konnte es nicht mal mehr über den Task Manager beenden. Also nicht mal mehr Prozess beenden, ging nischt, gar nischt. Und ja, dann stand ich da. Dachte mir so, na, tolle Scheiße. Also beides lief im Hintergrund weiter, irgendwann Rechner Neustart und dann war es auch endlich weg. Es war aber schon leicht zum Würgen, möchte ich das mal so leicht formulieren. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Auf jeden Fall haben wir natürlich, ich nicht, bin ja nicht nur ich das ja, in Gedanken seid ihr das ja auch, ja, wir haben uns ja alle lieb, haben wir hier, kurz Nase jucken, haben wir hier schon mal ein bisschen die Umtunnelung, nenne ich es mal so, die Umtunnelung dieser Treppe vorgenommen. Ja, die sich hier so langsam vonstatten zieht. Gerade übrigens auch versucht, mit dem guten Barrett Space Engineers aufzunehmen. Da gab es wieder sehr mannigfaltige Probleme. Unter anderem hatten wir das Problem, dass wir uns erst gegenseitig gesehen haben, aber das Gegenüber hat sich immer nicht vom Fleck bewegt. Wir sind nebenbei bemerkt aber die ganze Zeit rumgerannt, beide. Ja, ich konnte ihn dann irgendwie auch lustigerweise töten mit so einem Schleifgerät, obwohl er sich bewegt hat und ich nur seine Standfigur angegriffen habe, aber naja, egal. Ja, das war auch irgendwie lustig, teilweise aber auch traurig. Dann wurden ein paar Mods nicht vom Server übernommen, das heißt, der Jump Drive im Schiff hat komplett gefehlt, den ich gerne da mit drin haben wollte und auch immer noch will. Da muss ich jetzt nochmal rumgucken, dran arbeiten und so weiter und so fort. Und dann wollen wir mal hoffen, dass das Ganze beim nächsten Anlauf funktioniert, was dann aber auch echt leider erst nächstes Wochenende sein kann wahrscheinlich, da in der Woche aufnehmen bei mir zumindest immer sehr problematisch ist, sehr schlecht. Beim guten Barrett sieht es da, glaube ich, vielleicht ein bisschen spaßiger aus, nennen wir es mal so. Du Lappen. Bei dem sieht es ein bisschen spaßiger aus, er hat da ein bisschen mehr gestalterische Freiheit, nennen wir es mal so. Ja, im Gegensatz zu meiner Wenigkeit, die da ein bisschen arbeitsabhängig ist. Bald ist zwar Urlaub. Ja, ich habe mir großkotzig, wie ich bin, sage ich mal so. Ich habe mir gleich 4 Wochen Urlaub hintereinander eingeräumt. Unter Vorbehalt. Das heißt, meine Chefetage kann sagen, ja komm, geht doch nicht. Urlaub ist gecancelt. Das ist natürlich auch immer für Urlaubnehmende, also Arbeitnehmer, immer sehr schön für die Urlaubsplanung. Das heißt, du kannst nicht wegfahren, weil wenn der Betrieb sagt, hier komm zurück, dann ist blöd, wenn du irgendwo in der Tschechoslowakei rumhängst und, ne, weißt du, was ich meine. Das eine. Das andere, mach ich das so, wie ich das denke? Ja, machen wir so. Das andere ist, ich hatte auch mit Fraps diverse Aufnahmeprobleme, die ich mir jetzt noch gerade nicht erklären kann, für die ich noch keine Lösung gefunden habe. Unter anderem diese ganzen FPS-Einbrüche in Sekundentakten. Das war echt uncool, sonst hätte ich mit Fraps gerne Space Engineers aufgenommen, weil das immer relativ gut dafür war. Ach ja. Dass der Ton versetzt ist, war ja bei einigen Folgen, habe ich übrigens auch gemerkt. Also manchmal ist es in den RAW-Dateien nicht vorhanden, manchmal ist es in den RAW-Dateien doch vorhanden. Aber da, wo es in den RAW-Dateien nicht vorhanden ist, ist es dann auf YouTube vorhanden. Also, ich bin ein wenig verwirrt. Ich hab's auch noch bisschen ratlos stehe ich davor, muss ich ja sagen.
Ich bin jetzt nicht der Experte für den ganzen Kram, deswegen muss ich da auch noch sehr dolle raten, woran es liegen könnte und auch Lösungen raten. Sag nicht, hier ist Kohle. Minecraft-Musik mit Kohle. Ach komm, ich werde hier wieder sowas von verrecken. Zack. So, ups. Einmal umsonst gescrollt. Jawohl, und nur für... Echt jetzt? Zwei Block? Ach Leute, das geht doch besser. Wir müssen mal ein bisschen durcharbeiten hier. Ja, trotzdem schön hier. Einfach mal die Aussicht genießen. Und das nervige Viech da unten. Oh, nur noch 5 von Spinne, ich komme. Ach, geh mal weg, Sonne, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Wo endet denn jetzt mein Gang da oben? Da oben ist die Treppe, sehe ich so aus dem Augenwinkel. Da, jetzt sieht man es besser. Da endet die Treppe. Die Tribal Treppe. Ich denke mal, ich kann hier fast getrost alles weghauen, weil... Halt doch, die dummes Vieh. Weil ich sowieso... Alter, ist das. Weil ich ja so wie... Komm, lass das. Geh weg mit der Sonne. Geh weg, geh weg. Mann, ey. Weil ich ja sowieso hier unten auch weiterbauen werde, denke ich mal. Ich werde ja das nach unten ziehen. Sitzen dann hier an. Auch wenn ich das bloß noch abmessen könnte, das wäre ja schön. Das wäre ja schön. Aber so habe ich ja nur hier meinen Föhn. Na, zack, 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 zack und zack. Ja, sogar ein bisschen übers Ziel hinaus. Das hatte ich falsch eingeschätzt. Das erfreut mich ja sogar fast. So, jetzt bin ich da drunter. Gell? Das heißt, wir machen... Werden, haben, können, tun. Jetzt wird hier auch wieder so eine Monster-Spawn-Fläche. Ich habe da mit den Barretts übrigens noch ein paar Infos ausgetauscht, was er sich gerne wünscht bei Space Engineers. So, die Wünsche, die ich ihm erlaubt habe, zum Beispiel Meteoritenschauer an... Meteoritenschauer aus. Meteoritenschauer mit Sonnenrotation. Meteoritenschauer ohne Sonnenrotation. Und das, ich denke mal, das war auch genug, was er sich dann wünschen darf. Und wir können mal kurz schon mal anfangen, denke ich mal. Bitte? Aha. Geht doch, danke. Ha, verstehe ich manchmal nicht, warum er die Blöcke nicht setzen will. Ist ein bisschen skurril. Ein ganz klein wenig. So. Ich habe ja jetzt einige Bauerfahrungen aus der Zwergenstadt. Herzinfarkt. Habe ja ein bisschen Bauerfahrung aus der Zwergenstadt vom Elysian Gaming Community Server mitgenommen. Da konnte ich mich ja richtig schön entfalten, was die Bauweise angeht. Zumindest hier, was die Brücken betrifft. Ne? Das ist ja ist auf jeden Fall Kunst für sich, die ich zu erhalten pflege. Ich sehe übrigens hier den Lehm-Ton-Schrägstrich. Ich glaube, den haben wir auch schon abgebaut, ne? Kann das sein? Das sieht so aus, als wären wir da schon gewesen. Aber kann ich mich gleich nochmal hochbauen? Mit ein bisschen Dirt. Mit der Dörte. Und die Dörte. Was war die gestörte Erde hier? Ja, der reimt sich. Der war doof. Der war ganz doof.
Sie müssen jetzt unter meinem Haus irgendwo rumschlawenzeln. Ich glaube, die Ecke hier hatte ich dicht gemacht. Die Ecke hatte ich dicht gemacht, weil es da irgendwie, Monster spawnen möglich wäre, sein hätte können tun. Weißt du? Genau, ich auch nicht. So, wir vollenden eben nochmal was begonnen. Ich mache jetzt mal keine aufwendige Brücke, sondern wirklich nur ein starres, stures Konstrukt. Das zum Beispiel war schon zu viel. Das dann hier vor sich hin steht. Und nicht zu viel investieren. Verzierung kann man im Nachhinein außerdem immer noch machen, falls man Lust drauf hat. Ich persönlich finde es jetzt allerdings fast schon unnötig, weil wir werden die eh nur von oben sehen wahrscheinlich oder von der Seite oder ja gut. Schlichtweg nicht so nötig. Ich glaube hier hinten nochmal Stein, das sieht ja dann keiner, wenn der hier hinter fehlt. War da sogar Monster-Spawn-Zone. So. Die Steps sind auch alle und wir haben es auch schon wieder 19 Uhr. Ich muss den Weg verbessern. Und bitte nicht abschmieren, Minecraft. Jawohl, dankeschön. Ich glaube, es lag jetzt, ich weiß jetzt, woran es lag. Es lag wahrscheinlich daran, dass irgendwie, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich lag es am Aufnahmeprogramm, das dann gesagt hat, hier, ich piss dir ans Bein. Und wenn ich mich aufhänge, dann hängt sich das Game auch mit auf, weil du ja Gameaufnahme gestartet hast. Und da musst du jetzt mitleben. Und deswegen lasse ich dich auch extra runterlaufen, ohne dir vorher zu sagen, dass du noch wieder neue Steintreppen brauchst. Na, so läuft das. Das glauben die meisten nicht, aber es ist so. Bäh. Irgendwas zu Grill. Wir könnten Lehm theoretisch mal wieder machen, ne? Obwohl, also ich brauch's eigentlich gerade nicht. Ich will vielleicht mal so einen schönen Lehmofen machen. Da hätte ich nichts gegen, aber ich möchte mir dafür jetzt noch nicht unbedingt wieder alles verballern. Wir nehmen uns die mal dazu. Komm, und die letzten zwei. So, es sollte für da unten erstmal reichen. Wo ich gerade sehe. Wir können ja eigentlich mal unser schönes Brot snacken, ne? Ich glaube, das war unangemessen für den Hungerbalkenstand. Aber ich glaube, Fleisch hätte mir sowieso noch mehr geheilt und das wäre dann noch größere Verschwendung gewesen. Ja, wir können auch dann gleich mal wieder unten ins Feld gucken. Da habe ich nämlich jetzt auch wieder die eben zwei sichtbaren Stück Grain-Getreide abgeerntet, die man da gerade im Inventory sehen konnte. Die haben sich dann ergeben, meiner Übermacht, an Händen, die das Feld bearbeitet haben. Mit purer Faust habe ich die geerntet, weiß man ja. So. Kommt das beschissenste Ding hier unten? Jawoll! Jawoll! Erstes Brückenteilstück, oder was? Ja, ich bin penibel, ich sichere mich gerne ab. So, Frau Merkel. So. Ja, wie mache ich das da mit dem Runtergehen? Soll der dann hier seitlich dran langlaufen oder ich mach den flacher. Ich halte den Ball mal flach. Witz, komm raus, du bist umzingelt. So, und ich sehe gerade auch, gleich ist wieder Aufnahmeende. Ich habe diesmal ohne Timer gemacht. Ich will aber meinen Zeitrhythmus dabei behalten. Den möchte ich nicht verändern.
Und sagt mir jetzt nicht, das passt gerade. Dann muss ich den eben kurz mal abnehmen. Können wir den dann noch klauen? Ja, kommen wir natürlich gerade nicht dran. Natürlich. Was auch sonst. Das war dumm. Das war ganz dumm. Heute ist der mir mein Glückstag. Alter, liebe Tastatur, mach mir keine Panik, ne? Ja gut, dann Werkzeug machen. An dieser Stelle erstmal tschüssili, haut da rein und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß und...